Krieg im Gazastreifen. Israel tötet nach eigenen Angaben erneut zahlreiche Terroristen. Lage im Westjordanland laut UN alarmierend und dringlich. Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge im Gazastreifen am Freitag erneut zahlreiche Terroristen getötet. Ein Angriff ereignete sich in einem Wohngebiet in der Nähe eines Krankenhauses. Dabei sollen nach von der Hamas kontrollierten Behörden mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sein. Zudem, so die israelische Armee, habe man einen Krankenwagen angegriffen, der von der Hamas benutzt worden sei. Forderungen nach einer humanitären Feuerpause erteilte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu eine Absage. Trotz der andauernden israelischen Offensive gelingt es der Hamas weiter, den Süden Israels anzugreifen. In Sderot gab es durch einen Raketenangriff Schäden an Gebäuden und auch an Autos von Journalisten, die aus der Stadt berichteten. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und Hamas ruht alle Aufmerksamkeit auf dem Grenzübergang Rafah, über den Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangen. Dringend Hilfe brauchen aber auch die etwa 500.000 Menschen im Westjordanland. Laut UN werden bis zum Ende des Jahres insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar für die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung benötigt. Alarmiert äußerte sich auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte über die Lage im Westjordanland. Mehr als 140 Palästinenser seien seit dem Aufflammen des Konflikts getötet worden. Much attention has been on the attacks inside Israel and the escalation of hostilities in Gaza since the 7th of October. The situation in the occupied West Bank, including East Jerusalem, is alarming and urgent amid the increasing and multi-layered human rights violations of Palestinians occurring there. Bei neuen Einsätzen des israelischen Militärs im Westjordanland wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 9 Menschen getötet, 5 davon im Flüchtlingsviertel Jenin. Die israelische Armee sprach von einem Angriff auf eine bewaffnete Terrorzelle. Russia launched its largest drone attack on Ukraine for weeks early on Friday in what could be the beginning of the strike campaign against Ukraine's energy infrastructure. Having launched 38 drones, Russia hit critical infrastructure in the west and south of Ukraine and destroyed private houses and commercial buildings in Kharkiv. In Lviv, western Ukraine, an infrastructure facility had been hit 5 times during Friday attacks. Odessa's regional governor reported a strike on an infrastructure facility in the southern region, and in Kharkiv, drones had hit civilian infrastructure. Last winter, Russia fired more than 1,200 missiles and drones on Ukraine's power stations, destroying more than 40% of the country's electricity infrastructure. Now Ukraine is bracing for a second winter of Russian airstrikes on the energy system, as temperatures already dropping across the country to around 6 degrees Celsius at night in Kyiv, Kharkiv and Lviv. The UK Defence Ministry said earlier over the course of September and October, the Russian Air Force long-range aviation fleet of heavy bombers had not conducted air-launched cruise missile strikes into Ukraine, as it almost certainly needed to replenish its diminishing stockpile of cruise missiles. Russia will likely use any recently produced inventory munitions to strike Ukrainian energy infrastructure over the winter. Eric Trump, der Sohn des früheren US-Präsidenten Donald Trump, behauptet, er habe nichts von dem angeblichen Finanzbetrug seines Vaters gewusst. Die Staatsanwaltschaft hat E-Mails vorgelegt, die angeblich Eric Trumps Version widersprechen. Eric Trump verwaltet gemeinsam mit seinem Bruder Donald Trump Jr. das Immobilienimperium seines Vaters. Die Staatsanwaltschaft wirft Donald Trump seinen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert der Trump-Organisation jahrelang manipuliert zu haben, um so günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu bekommen.